Herr, du hast unserem Leben einen Sinn gegeben. Es ist wertvoll, weil du in uns gekommen bist, zu leben durch deinen Heiligen Geist. Herr, ja, unser Leben hat einen Sinn, aber unser Leben hat auch ein Ziel. Und wir wollen nicht nur so irgendwie leben, wir wollen für dich leben, von ganzem Herzen. Dir geben wir Preis, Ehre und Dank für Zeit und Ewigkeit. Uns zusammen, natürlich von unserem Fleisch aus können wir vielleicht nicht
so natürlich einen zu dem anderen gehen. Aber du bist gekommen, um unsere Herzen zu verändern. Du bist gekommen, um unser Herz zu verändern. Und dass wir uns auch lieben, mit der Liebe vom Himmel, sei gelobt dafür. Yeah.
Wir sind dein Volk, wir sind deine Kinder und wir lieben dich und wir loben dich von ganzem Herzen. Dir allein sei die Ehre, dir allein sei frei zu beten. Wunderbar, Vater im Himmel, wir sagen dir Dank heute von neuem für deine Gegenwart, für deine Treue zu leben. Wir sind von neuem gekommen, um dich zu erheben, um dich zu preisen, um dich zu danken, Herr, du allein bist würdig zu empfangen, unser Lobpreis, unser Herz, Herr, und ich möchte dir heute Morgen von neuem Danke sagen, danke für deine Treue, danke für deine Macht, danke für deine Liebe, danke für deine Geduld uns gegenüber, Herr. Herr, wir haben nicht die Worte, um auszusprechen, alles, was du für uns getan hast, du hast uns gesucht, du hast uns gefunden, du hast dein Leben gegeben, und wir möchten, Herr, auch heute Morgen sagen, dass wir unsere Leben, unsere Zeit, was wir haben, Herr, unsere Hände möchten wir dir weihen. Und ich bitte, Herr, gebrauche uns, Herr, erfülle uns von Neuem. Wir sehnen uns nach dir heute, auch heute von Neuem, wir sehnen uns nach dir. Herr, wir sehnen uns nach dir, Herr. Thank you.
Dass er ja, sich dazugeschlossen hat zu unserem Team und er ist auch der Direktor von unserer Bibelschule. Und ich muss sagen, da wurden schon viele, viele Studenten
die durch die Schule kamen und die sind besser geworden und nicht schlechter. Und das ist eine gute Nachricht für mich. Das bedeutet, ich habe einen guten Direktor. Aber es ist auch ein sehr, sehr guter Lehrer. Ich muss sagen, von Gott aus, ich freue mich immer, ihm zuzuhören, weil er immer, wisst ihr, das sind die Lehrer, die das von dem Herrn bekommen haben, die erklären dir Sachen, die du nie gesehen hast im Text. Und es ist nicht durch den Verstand, aber der Geist Gottes kommt und sieht in ihnen, die Bruder schon mal richtig. Ah, noch was. Die CDs, die mehreren gefragt haben, die sind hier jetzt. Die könnt ihr auch nehmen dahinter. Lieber Jean-Marie, sei willkommen. Es ist eine Freude, dich zu empfangen. Und es ist auch eine Freude, mal mit dir reden zu können, ohne dass du eine Antwort geben kannst. Der hat immer eine Antwort zu geben und jetzt bin ich stark Mensch. So, aber jetzt wird die Antwort kommen auf Französisch. Ich habe schon Angst, was kommt. Voraus vergibe ich ihm. Bonjour. Guten Morgen allerseits. Je suis content d'être venu en Allemagne pour entendre Samuel dire quelque chose de gentil sur moi. Ich bin froh, nach Deutschland gekommen zu sein, um Samuel zu hören, dass er etwas Positives, etwas Nettes über mich sagt. Rien pour ça, j'ai déjà gagné une journée, moi. Schon nur für das hat es sich gelohnt, hierher zu kommen. Bon, ich habe es euch gesagt. Aujourd'hui, je vous propose une petite étude, un petit panorama sur un personnage biblique. Heute möchte ich mit euch ein kleines Panorama machen über eine Person in der Bibel, die wir beobachten werden. Qui est dans le livre des Juges, c'est la vie de Samson. Und wir finden diese Geschichte im Richter und es ist das Leben von Samson. Voilà, pendant que vous cherchez le livre des juges, je vous donne les... Simpson. Simpson, bien. Alors, nicht wie die Simpsons. Ah, nicht wie die Simpsons. Aber der Simpson. Samuel hat ein Problem, er denkt an die Simpsons von Zeichentrickfilm. Nein, es ist... Samson. Ah, Samson. Ja, du hast Simpson gesagt. Les Simpsons, yeah. C'est plutôt américain. Ja, Simpson ist eher amerikanisch, sagen wir, gell? Voilà, pendant que vous cherchez le livre des juges, je vous donne les salutations de mon épouse qui voulait venir aussi. Und während ihr das Buch der Richter sucht, möchte ich euch auch grüßen nach meiner Frau, die eigentlich auch kommen wollte. Mais elle s'est blessée en pied, am Fuß. Elle n'était pas trop bien ce matin. Sie ging nicht so gut heute Morgen und sie entschuldigt sich, dass sie nicht da ist mit mir. Donc elle a renoncé. Das heißt, sie hat abgesagt, kurzfristig. Voilà, donc vous avez trouvé le livre des juges. Hat ihr das Buch der Richter gefunden? Chapitre 13. Im Kapitel 13. Et toute la vie de Samson se trouve à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Und das ganze Leben von Simpson finden wir im Kapitel 13 bis ungefähr Kapitel 16. Donc on va pas tout lire et tout commenter parce que ça nous prendrait toute la journée. Das heißt, wir werden natürlich nicht alles lesen und nicht alles kommentieren, sonst wären wir den ganzen Tag hier in diesem Raum. Vous auriez plus le temps de partir en bateau. Und dann hättet ihr keine Zeit mehr mit dem Schiff vorzufahren. Mais on prendra seulement quelques versets et puis je vais plutôt raconter l'histoire. Und ich werde einige Verse nehmen, aber ich möchte vor allem die Geschichte erzählen. Au chapitre 13, verset 1. Im Kapitel 13, Vers 1. Nous lisons que... tu peux dire le verset 1. Da lesen wir mal Vers 1. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herrn in die Hand der Philister 40 Jahre lang. Un mot un peu triste dans ce verset, c'est le mot encore. Ils firent encore ce qui déplaît. Was hier ein bisschen traurig ist in diesem Text, ist, dass sie wieder das Böse taten. Das Wort wieder, das man im Französischen findet, ist etwas Trauriges, das wir hier sehen. C'était déjà arrivé. Ils connaissaient Dieu. Es ist schon passiert. Sie kannten Gott. Et on aurait
pu s'attendre à ce qu'ils aient réellement envie de faire plaisir à Dieu. Und man könnte das sagen, sie kennen Gott und sie möchten jetzt wirklich Gott gefallen. Mais ils avaient fait ce qui déplaît à Dieu. Aber sie taten wieder, was böse war vor Gott, was Gott missfiel. Alors Dieu les avait punis. Und dann hat Gott sie bestraft. Et quand ils étaient très malheureux, und als sie sehr unglücklich waren, alors finalement ils se sont repentis. Haben sie Buße getan. Ils sont revenus à l'Éternel. Sie sind zurückgekommen zum Herrn. Et quand ils étaient bien, und als es ihnen wieder gut ging, dans la bénédiction, im Segen, alors de nouveau ils ont, und dann haben sie wieder abandonné l'Éternel. Haben sie wieder den Herrn aufgegeben. Alors de nouveau Dieu était obligé de faire tomber sur eux des difficultés. Und wieder musste Gott Schwierigkeiten bringen über sein Volk. Alors dans les difficultés, und in der, dieser Schwierigkeit, ils sont revenus à l'Éternel. Sind sie wieder zurückgekommen zum Herrn. Alors Dieu les a bénis. Und Gott hat sie wieder gesegnet. Alors ils ont oublié l'Éternel. Und was ist passiert? Sie haben den Herrn wieder vergessen. Alors Dieu a dû les punir. Und Gott musste sie wieder bestrafen. Ils étaient malheureux. Und sie waren unglücklich. Alors ils se sont repentis. Und dann haben sie Buße getan. Et c'est un cycle comme ça. Und das ist ein Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Le livre des juges est un cycle qui tourne comme ça, qui tourne. Und yeah. Wenn ihr einen Richter lest, ist ein Zyklus, der sich immer und immer wieder wiederholt, diese Geschichte. Et c'est l'aspect le plus triste de ce livre. Und das ist der traurigste Aspekt von diesem Buch. C'est que les enfants de Dieu n'apprenaient pas. Das Schlimme war, dass die Kinder Gottes nicht aus ihrem Fehler gelernt haben. L'histoire ne leur apprenait rien. Sie haben nichts aus der Geschichte gelernt. Et ils retombaient couramment, constamment dans les mêmes erreurs. Und sie sind immer und immer wieder in die gleichen Fehler hineingefallen. Et ici on voit qu'ils firent encore. Und hier lesen wir, dass sie wieder mal das Böse taten. Ce qui déplaît. Das, was dem Herrn missfiel. Alors Dieu les a livrés à leurs ennemis, les Philistins. Und da hat Gott sie in die Hand der Philister gegeben. Alors Dieu a cherché maintenant quelqu'un qui pourrait les aider, un libérateur. Und Gott hat jetzt gesucht nach einem Menschen, der sie befreien könnte, ein Befreier. Alors il a trouvé une famille. Und da hat er eine Familie gefunden. Et l'ange de l'Éternel est venu visiter ce couple. Und der Engel des Herrn kam und hat dieses Ehepaar besucht. Et Dieu, comme Dieu n'avait trouvé personne qui soit directement capable de faire son œuvre, und doch dass Gott niemand gefunden hat, der wirklich in der Lage war, sein Werk zu vollenden, il a dû repartir à zéro et commencer avec en donnant un enfant, un nouveau bébé à un foyer. Musste er nochmal von null anfangen und musste ein neues Baby einem Ehepaar schenken. Einer Familie schenken. Parce que Dieu a trouvé personne. Denn Gott hat niemand anderes gefunden. Niemand war da, der lebendig war, den Gott gefunden hat. Das heißt, er muss ein neues Baby schaffen. Mais bien sûr, avant que cet enfant ne soit adulte et capable de sauver le peuple, pendant ce temps, tout le monde souffre. Und was hier interessant ist, bevor das Baby auf die Welt kommt und erwachsen wird, wird das Volk weiterhin leiden. Das kann das Baby nicht für das Volk tun. On voit au verset 24. Und wir sehen in Vers 24. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn zu treiben im Lager Dans zwischen Zorea und Estauel. Maintenant, voilà ce Samson qui arrive. Und wir sehen hier, wie Simson auf die Welt kommt. Et on dit que l'Esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter. Und wir sehen hier, dass der Geist anfing, ihn zu arbeiten, er fing an, ihn zu treiben. C'est-à-dire que c'était un homme charismatique. Das heißt, wir können sagen, es war ein charismatischer Mann. Il a reçu de Dieu un don. Er hat von Gott eine Gabe empfangen. Et ce don était très particulier. Und diese Gabe war ganz speziell. Parce que c'était un don physique. Und es war eine körperliche Gabe, die er erhalten hat. On sait par la suite que c'était un don de force physique. Wir wissen auch hier durch den Text, dass es eine Gabe war der Kraft, der Stärke, die er erhalten hat von Gott. Samson était doué d'une force surhumaine, prodigieuse. Simson hat eine unglaubliche, eine übernatürliche Kraft erhalten von Gott. Tout à fait miraculeuse. Es war wunderbar, es war unglaublich, es war eigenartig, was dort erhalten hatte. Il faisait des choses qu'il faudrait une machine pour faire. Er hatte Dinge getan damals, die kein Mann tun konnte. Nicht mal eine Maschine könnte die nur Maschine heute tun könnte. So hat er eine Kraft.
dans ce sens, c'est un exemple très original dans la Bible. On trouve pas ça. Hein? Und das ist ein sehr originelles, einzigartiges Beispiel, weil wir finden keine andere Geschichte mit einer solchen Geschichte. Et ce Samson était un Nazir. Und dieser Samson war ein Nazireno. Ja. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui les règles du Naziréat c'était que d'abord, on ne devait jamais se couper les cheveux. Und eine Regel der Nazirener damals war, dass sie nie die Haare schneiden durften. Donc, il avait des cheveux très longs et il se faisait des tresses. Das heißt, er hatte sehr lange Haare und hat sich dann so Knoten in die Haare gemacht. Tresse, Knoten? Zöpfe, Knoten. Avant d'être converti, je ressemblais à un Nazir, mais je n'avais pas sa force. Und ich kann nicht sagen, bevor ich bekehrt war, bevor ich zu Christus kam, habe ich einem Nazirener geglichen, mit langen Haaren, aber ich hatte nicht diese Kraft von Simpson. Ich hatte lange Haare. Alors, ce qui est extraordinaire dans la vie de cet homme, was unglaublich ist in diesem Leben von diesem Mann, c'est qu'on le voit donc équipé par Dieu d'une force. Wir sehen, wie er ausgerüstet wurde von Gott mit dieser Kraft. Et bien sûr, cette force est lié à son appel. Und diese Kraft ist verbunden mit seinem Ruf. Et Dieu avait dit quel était son appel. Und Gott hat ihm klar gesagt, was sein Ruf ist. Dieu avait dit, c'est lui qui commencera à délivrer Israël de ses ennemis. Und Gott hat ihm klar seine Mission auferlegt und gesagt, du wirst der Mann sein, der Israel befreien wird von den Feinden. Donc quand on en est là dans le texte, und wenn wir da sind im Text, on s'attend à voir un homme qui va se mettre au service de Dieu. Der anfängt, dem Herrn zu dienen. Il a un appel. Er hat einen Ruf bekommen von oben. Avant sa naissance. Bevor er schon auf dieser Welt war, hat er diesen Ruf erhalten. Et Dieu lui a donné des qualifications. Und Gott hat ihn qualifiziert. Donc, Qualitäten gegeben. Donc tout semble clair. Das heißt, alles ist sehr klar. Mais quand vous lisez le livre son histoire dans le livre des juges. Aber wenn ihr seine Geschichte liest, im Buch der Richter, on va d'étonnement en étonnement. Kommen wir von Überraschung zu Überraschung. Et en fait, dans toute l'histoire de Samson, und in der ganzen Geschichte von Samson, on ne peut pas trouver une seule fois, kann man nicht ein einziges Mal finden, où on verrait Samson réellement au service de Dieu. Wo Samson wirklich dem Herrn dient. Pas une seule fois. Nicht einmal. En fait, l'exemple de Samson, das Beispiel von Samson est l'exemple exactement de c'est le l'anti-héros de Dieu. Das ist ein typisches Beispiel vom Anti-Held Gottes. Pourtant, Samson a continué d'utiliser cette force. Aber trotzdem, Samson hat weitergelebt und hat seine Kraft ausgelebt. Er hat sie benutzt, diese Kraft. Et c'est ça qui nous étonne beaucoup. Und das ist das, was uns so überrascht. Parce que, avec notre logique humaine, denn mit der menschlichen Logik, on a l'idée, würde man sich sagen, que si quelqu'un est appelé par Dieu, dass wenn jemand gerufen ist von Gott, et qu'il a reçu de Dieu un don, dass von Gott eine Gabe erhalten hat, mais qu'il ne l'utilise pas pour le bien de Dieu, aber er benutzt es nicht für Gott, on pense que Dieu va le lui enlever. Da würde man sagen, okay, da wird Gott ihm diese Gabe wegnehmen, ist doch klar. Mais ça, c'est notre logique. Aber das ist unsere Logik. Samson a vécu pour lui-même. Samson hat für sich selbst gelebt. Mais avec le don. Aber mit der Gabe. Mais il a utilisé ce don. Und hat diese Gabe benutzt. Pour ses affaires personnelles. Um seine persönliche Business auszuleben. Jésus a dit, Paul dit, Paulus sagt, que quelques-uns à la fin des temps, dass einige in der letzten Zeit, in den letzten Tagen, pourraient avoir déplacé des montagnes par la foi, können durch den Glauben Berge versetzen, fait des miracles par la foi, große Wunder tun mit Glauben, et pourtant n'être rien. Aber schlussendlich werden sie gar nichts sein. Dans ce cas, c'est parce qu'ils n'avaient pas d'amour. In diesem Beispiel, was Paulus sagt, ist, weil sie keine Liebe hatten. Mais l'idée d'être rien, aber die Idee, nicht zu sein, c'est quand même terrible devant Dieu. Ist etwas ganz Schlimmes vor Gott. Et Jésus dit la même chose. Und Jesus sagt dasselbe. Jésus dit à la fin des temps, Jesus sagt in den letzten Tagen, certains viendront en disant, werden angekommen und sagen, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ja, haben wir nicht Wunder getan in deinem Namen?
Mais le Seigneur leur dira, und der Herr wird ihnen sagen, je ne vous connais pas. Ich kenne euch nicht. Il ne dit pas qu'ils n'ont pas fait des miracles. Er sagt nicht, nein, ihr habt keine Wunder getan. Ils les ont fait. Sie haben diese Wunder getan. Mais ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Aber sie sind nicht in der Gegenwart Gottes. Parmi les apôtres, und auch bei den Aposteln, il y avait Judas, gab es Judas, qui a fait des miracles. Der hat auch Wunder getan. Quand Jésus les a envoyés tous les douze, als Jesus die 12 sandte, deux par deux, sendete, zwei und zwei, ils sont revenus tous les douze, sind alle 12 zurückgekommen, en ayant fait des miracles. Ja, und waren glücklich, weil sie Wunder getan haben. Et Judas aussi. Und Judas war auch dabei. La preuve, der Beweis, c'est que quand tout à la fin Jésus a déclaré que Judas, qu'il y avait un traître dans le groupe, als Jesus klar deklarierte am Schluss bei diesem Mal, dass es ein Heuchler, dass es eine Verräter unter ihnen war bei diesem Essen. Aucun des 11 autres ne se doutait que Judas était spécial. Hat niemand Zweifel gehabt oder wusste niemand, wäre, dass Judas so speziell war oder dass es Judas sein könnte. Niemand wusste es, wer es sein könnte in diesem Moment. Il avait eu le même comportement. Er hatte genau das gleiche Verhalten wie alle anderen. Mais il était à l'extérieur. Aber er war nicht drin, sondern er war draußen mit seinem Herz. C'est pour ça que je pense que l'histoire de Samson est très intéressante. Darum ist die Geschichte von Samson sehr interessant. Pour nous parler de la qualité et de la source de notre service pour Dieu. Um von unseren Qualitäten und unserer Motivation von unserem Dienst für den Herrn zu reden. Bien sûr, j'avais envie de vous parler de la foi ce matin. Und natürlich, ich wollte euch heute Morgen über Glauben sprechen. Mais parfois, aber manchmal, pour certains chrétiens, für einige Christen, la foi est comme coupée des autres qualités de la vie chrétienne. Ist der Glaube wie abgeschnitten von den anderen Qualitäten eines Christen. Le danger, il y a un danger. Und es ist eine große Gefahr hier. De chercher la foi pour la foi. Dass wir den Glauben suchen für den Glauben. Parce que à ce moment-là, on cherche le surnaturel pour lui-même. Denn in diesen Situationen suchen wir nur das Übernatürliche zu erhalten. Wir suchen nur nach dem Übernatürlichen. Mais la foi ne peut pas être détachée de l'amour. Aber die Glaube kannst du nicht trennen von der Liebe. De l'amour de Dieu. Von der Liebe Gottes. Et de l'amour du prochain. Und auch von der Liebe des Mitmenschen. Elle ne peut pas être détachée de la volonté d'être et de rester dans la présence de Dieu. Und wir können diesen Glauben auch nicht wegschneiden von diesem Willen Gottes, der möchte, dass wir in seiner Gegenwart bleiben. Ce qui est extraordinaire chez Samson, was wirklich unglaublich ist bei Samson, c'est que Samson n'avait aucune vie spirituelle. Samson hatte kein geistliches Leben. Vous ne voyez jamais Samson prier, par exemple. Ihr seht nie in diesem Buch, dass Samson betete. Une fois, si une fois il a prié. Einmal hat er gebetet. Une fois. Einmal hat er gebetet. C'est pas beaucoup, hein? Das ist nicht viel, einmal zu beten. Il a prié parce que une fois il était dans une situation désastreuse, il allait mourir de soif. Er hat einmal gebetet, weil er in einer Situation war, er war am Sterben, weil er nichts mehr zu trinken hatte. Alors il a dit, oh Seigneur, vais-je mourir de soif? Er hat gesagt, ja Herr, mein Gott, werde ich jetzt am Durst sterben, werde ich verdursten? Et Dieu a ouvert une source dans un rocher à côté de lui. Und Gott hat auf einmal eine Quelle geöffnet in einem Felsen neben ihm. Et Samson a bu. Und Samson hat getrunken. Et donc il a vu là un miracle comme les miracles que faisait Moïse. Und hat hier ein Wunder erlebt, wie zum Beispiel Moses damals erlebt hatte. Ça montre qu'il y avait sur la vie de Samson un appel extrêmement élevé. Und wir sehen hier, dass Samson einen großen göttlichen Ruf hatte über seinem Leben. Mais Samson est passé à côté de son appel. Aber Samson ist an diesem Weg vorbeigeschliffen, ist an diesem Weg vorbeigegangen, das Gott für ihn eigentlich vorbereitet hatte. Quand quelqu'un prie seulement parce que sa vie est en danger, wenn jemand nur betet, wenn sein Leben in Gefahr ist, même les païens prient quand leur vie est en danger. Lasst mir euch sagen, dass sogar die Ungläubigen beten, wenn es ihnen schlecht geht. Oder wenn sie in einer schlechten Situation sind. Même les bandits. Auch die Banditen, auch die Räuber, wenn sie in einer ganz krassen Situation sind, auf einmal fangen sie an zu beten. Le patron de la mafia. Auch zum Beispiel der Mafia-Boss. Quand le jour il se sent en danger de mort. An dem Tag, wo er in Todesgefahr ist. Tout d'un coup, il se rappelle la prière. Auf einmal erinnert sich, ah ja, das ist ja doch noch ein Gebet. Ça, c'est pas une preuve
c'est pas une preuve d'être chrétien, d'être das ist nicht ein Beweis, Christus ein bekehrt zu sein. Et Samson a prié aussi une deuxième fois. Und Simson hat auch sogar ein zweites Mal dann noch gebetet. Le jour de sa mort. Am Tag von seinem Tode. Et il était, vous vous rappelez, je vous parle de ces histoires parce que je sais que vous connaissez l'histoire globalement de Samson. Von dieser Geschichte, weil ich weiß, dass die meisten von uns diese Geschichte auch gut kennen. Il était dans le, il avait été fait prisonnier par ses ennemis, les Philistins. Er wurde da gefangen genommen von den Philistern. Les Philistins lui avaient crevé les yeux. Und sie haben die Augen ausgestochen. Et il était, on l'a amené dans le temple des Philistins. Man hat ihn da in den Tempel der Philister gebracht. Pour l'humilier, pour se moquer de lui. Und man wollte ihn da demütigen und man wollte ihn da zur Schau stellen von all den Menschen. Der große, starke Simson. Der Mais Simson. Comme il connaissait bien le pays des Philistins. Und er kannte gut das Land der Philister. De mémoire, il se rappelait comment a été construit le bâtiment. Und er konnte sich noch erinnern, wie dieses Gebäude, dieser Tempel gebaut war, wo er drin war. Et il savait que le bâtiment reposait, qu'il y avait une immense terrasse en pierre qui reposait sur deux piliers. Und er konnte sich noch erinnern, dass diese große Terrasse, die war gestützt auf zwei große Säulen. Alors, il a demandé au jeune homme de le conduire entre ces deux piliers. Und dann hat er einen jungen Mann, einen jungen Knaben gefragt, führe mich zu diesen zwei Säulen bitte. Et quand il était entre les deux piliers, und als er bei diesen zwei Säulen war, alors là, il a prié. Da hat er wieder mal gebetet. C'était quand même déjà la deuxième prière de sa vie. Hein? Schon das zweite Gebet in seinem Leben, nicht schlecht, oder? Est-ce que quelqu'un se rappelle de mémoire, est-ce que quelqu'un se rappelle de la prière de Samson? Kann sich jemand noch erinnern, was das ein Gebet war in diesem Moment? Qu'est-ce que Samson a dit? Was hat er gebetet? Il a dit, Éternel, Herr, a gesagt, Herr, donne-moi encore de la force, gib mir nochmals die Kraft, cette fois-ci, dies gibt mir noch einmal diese Kraft. C'est ça? Ja, das war das Gebet, oder? Ja. Ah. Pas tout à fait. Nicht ganz. Pour quel motif Samson voulait de la force? Für welches Motiv wollte er Kraft bekommen in diesem Moment? Pour quel motif? Was war sein Motiv, seine Motivation? Est-ce que le motif c'était, Seigneur, pour que je te donne gloire? Was seine Motivation? Herr, schenke mir die Kraft, damit ich dir alle Ehre geben kann. Pour, Seigneur, que tes ennemis soient détruits. Herr, schenke mir Kraft, damit deine Feinde zerstört werden. Samson était toujours centré sur lui-même. Simson war immer zentralisiert, war immer fokussiert auf sich selbst. Et il a dit, donne-moi de la force. Und er hat gesagt, schenk mir Kraft, pour que je, damit ich, dir vengeance, mich rächen kann, des Philistins pour m'avoir crevé les yeux. Über die Philister, weil sie mir die Augen ausgestochen haben. C'est une prière extraordinairement égoïste. Das ist ein Gebet, das war unglaublich ist, aber sehr egoistisch. C'est une prière égocentrique. Das ist ein egozentrisches Gebet. C'est seulement une prière de vengeance. Das ist nur ein Rachegebet, das er da ausgesprochen hat. Et nous sommes étonnés. Und wir sind überrascht. Que Dieu exauce une telle prière. Dass Gott ein solches Gebet erhört. En réalité, in Realität, c'est pas tellement que Dieu a exaucé la prière de Samson. Gott hat hier nicht wirklich sein Gebet erhört. Mais c'est que Dieu poursuivait son but. Weil Gott hatte sein Ziel und er wollte sein Ziel zum Ende bringen. Dieu avait voulu délivrer les Philistins. Das Ziel von Gott war, von den Philistern zu befreien, sein Volk zu befreien. Il a voulu utiliser Samson. Er wollte Samson gebrauchen. Mais Samson n'est jamais rentré réellement dans son ministère. Aber Samson ist nie wirklich in seinen Dienst hineingetreten. Quand vous avez compris comment Samson a fonctionné, wenn ihr verstanden habt, wie Simson funktionierte, alors au fur et à mesure que vous relirez le texte, vous le voyez différemment. Und wenn ihr dann den Text wieder lest, werdet ihr sein Leben oder sein Charakter ganz anders betrachten, wenn ihr diese Wahrheiten kennt. Et alors vous vous apercevez, und ihr werdet dann feststellen, que toutes les fois où Samson a eu un combat avec les Philistins, dass jedes Mal, wenn er einen Kampf hatte mit den Philistern, ça n'a jamais été pour la cause de Dieu. Da war es nie für die Ehre Gottes, nie. C'était toujours pour sa cause à lui. Es ging immer um sich selbst, um seine Ehre. La première fois, das erste Mal, Samson avait pris une femme, hat Simson eine Frau genommen, chez les Philistins. Bei den Philistern. Déjà,
Déjà, c'était une désobéissance à Dieu. Das war schon flagrante. Ungehorsam gegenüber von Gott. C'était interdit. Das war verboten. Et certains lecteurs de la Bible. Und einige Bibellesung. Et croient que peut-être Samson l'a fait exprès. Glauben, dass Simson das vielleicht mit Absicht getan hatte. Mais c'est pas ce que le texte dit. Aber es ist nicht das, was uns die Bibel wirklich sagt. Samson ne l'a pas fait exprès pour créer des problèmes avec les Philistins. Simson hat das nicht mit Absicht gemacht, um Probleme zu kreieren mit den Philistern. Le texte dit seulement que elle lui plaisait. Der Text sagt uns einfach ganz klar, dass sie ihm gefallen hat. Il était appelé à lutter contre les ennemis. Er war gerufen, gegen die Feinde zu kämpfen. Et il se promenait chez eux. Und hat dabei ihn gewandelt, hat bei ihm spaziert. Il se promenait chez les Philistins. War dabei den Feinden am Spazieren. Il se trouvait bien là-bas. Und hat sich da wohl gefühlt. Il faisait ses petites courses. Hat dort einige Dinge eingekauft. Il faisait des clins d'œil aux jolies filles. Und hat da einige Augenzwinkern, einen netten Namen gemacht. Comme un chrétien. Wie ein Christ. Qui se sentirait à l'aise dans le monde. Wie ein Christ, der sich zum Beispiel wohl in dieser Welt. Comme un chrétien, wie ein Christ, qui appelé à servir le Seigneur, der gerufen ist, dem Herrn zu dienen, trouve plus de plaisir dans le monde que dans l'église. Der mehr Freude in der Welt findet als in der Kirche, in der Gemeinde. Alors l'histoire s'est mal terminée. Die Geschichte hat schlecht geendet. Parce qu'en plus Samson était un caractériel. Denn Simson war ein Charaktermensch. Il s'est disputé avec la famille. Er hat sich gestritten mit der Familie. Il est reparti chez son père. Er ging wieder zurück zu seinem Vater. Et le père de la fille a donné sa femme à entre guillemets un de ses amis. Und der Vater hat schlussendlich seine Frau einer seiner Freunde gegeben. C'est-à-dire que Samson, une semaine après son mariage. Das heißt, eine Woche nach der Hochzeit, als der Vater der Frau hat seine Tochter einem anderen Mann gegeben. Était divorcé. Das heißt, eine Woche nach der Hochzeit, er war getrennt, er war geschieden. Et sa femme était remariée avec un ami à lui. Und die Frau war verheiratet mit einem Freund von ihm. Est-ce que vous voyez là le parcours d'un homme de Dieu? Seht ihr hier einen Lebenswandel von einem Mann Gottes? C'est extraordinaire. Das ist unglaublich. Alors Samson était fâché. Und da war Simson natürlich wütend. Il a fait des problèmes aux Philistins. Er hat den Philister große Probleme gemacht. Mais c'est pas pour la cause de Dieu. Aber es ging da nicht um Gott. C'est pour sa cause à lui. Es ging da um seine eigene Ehre, um seinen. Du coup, les Philistins étaient fâchés contre lui. Und da waren die Philister natürlich wieder böse mit ihm. Ils ont mis le feu à la maison de son ex-femme. Sie haben da Feuer gemacht bei seiner Ex-Frau. Et Samson a dit quoi? Vous avez fait ça? Und er hat gesagt, was? Ihr habt das gemacht? Vous allez voir ce que je vais vous faire. Ihr werdet jetzt sehen, was ich mit euch tun werde. Mais c'est des querelles. Das sind Streitigkeiten. C'est de la vendetta. Da geht es darum, Recht zu haben. C'est pas le service de Dieu. Das ist nicht der Dienst Gottes, diese Geschichte. Même Samson avait besoin de s'auto-justifier. Und er musste sich immer wieder selbst gerecht werden. Er hat eine Nacht verbracht mit einer Prostituierten. C'est stupéfiant. C'est unglaublich. C'est überraschend. Alors les gens s'étaient rendu compte qu'il était dans la ville. Und die Leute wussten da, haben gehört, hey, Simson ist in der Stadt. Et ils ont décidé de le coincer. Ils ont dit, on va fermer la ville. Et quand il voudra sortir, on va l'attraper. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt ist in der Stadt. Wir werden die ganze Stadt umringen. Und wenn er rausgehen möchte, dann werden wir ihn fangen. Das ist der Moment, wo wir ihn einholen können. Aber Mitternacht. Vers minuit, Samson voulait partir. Und Mitternacht wollte Simson weggehen. Et quand il a vu qu'on voulait l'attraper, und als er sah, dass man ihn einfangen wollte, il a saisi la porte de la ville. Da hat er die Stadttür, das Stadttor genommen, qui était fermé, barricadé avec des grosses poutres. Da die Stadttor, das wirklich geschlossen war mit Ketten, mit Balken, Riesenbalken. Il a saisi tout ça. Er hat dieses Tor genommen. Et sur son dos, hat es auf seinen Rücken il genommen. A emmené la porte sur le sommet de la colline. Und er hat dieses Tor mitgenommen auf den Berg, auf die Spitze eines Berges. Là, on n'est même pas, c'est pas la question d'une force surhumaine, c'est que c'est. Das ist nicht mal eine übermenschliche Kraft, das ist.
les autres ont dû après trouver 25 personnes, 3 charrettes pour essayer de redescendre leur porte. Die mussten ungefähr 30 Personen finden, dann irgendwie noch andere Tiere, um dieses Tor wieder runterzubringen. Und er hat es alleine heraufgetragen. Ce qui m'a fait rire, c'est que des fois, dans les écoles du dimanche, quand on parle de Samson. Und was mich überrascht hat, manchmal in den Sonntagsschulen, wenn man von Simson spricht. Parce que dans les écoles du dimanche, on aime bien parler de Samson. Weil wir gerne von Simson, von dieser Geschichte. Une histoire qui plaît beaucoup. Diese Geschichte gefällt natürlich, vor allem auch den Knaben. Et surtout aux garçons d'ailleurs. Ja, vor allem den Knaben. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que souvent. Aber was mich zum Lachen bringt, ganz speziell. On représente Samson comme un. Man repräsentiert Simson. Un athlète. Bien un athlète. Une espèce de monsieur muscle. Das ist Mr. Muskelman. Un peu comme. Non, pas comme. So wie. Nein, nicht wirklich wie ich. Auch nicht wie Samuel. Hey! Was weißt du davon? Mais à mon avis c'est une erreur. Ich denke, es ist ein Fehler. Pense que en le représentant comme très grand, ich denke, très wenn fort, wir ihn repräsentieren als groß und stark, on laisse croire que un peu de sa force est naturelle. Dann würde man vielleicht denken, dass seine Kraft natürlich ist. Si je devais dessiner Samson, wenn ich Simson zeichnen müsste, je ferais un petit tout maigre. Würde ich einen kleinen mageren Mann zeichnen. Sa force ne venait pas de lui. Weil seine Kraft kam nicht von ihm selbst. C'est une force miraculeuse. Ja, nicht durch Training, das war eine übernatürliche Kraft von oben, ein Geschenk. Mais on aurait pu se dire, aber man könnte sich sagen, Samson, Simson, qu'est-ce que tu fais là? Was machst du da? Encore une fois, ta force, ta sortie d'affaire. Einmal mehr hat deine Kraft dich errettet aus dieser Situation. Se poser cette question. Simson hätte sich die Frage stellen müssen, was mache ich eigentlich hier, was geht hier ab? J'ai échappé juste. Er hat gesagt, hey, ich konnte mich da knapp befreien. Oh Seigneur. Oh Herr. Ja. Pas de repentant. Aber wir sehen hier keine Buße. Jamais une repentant. Nie sehen wir Buße. Jamais une reconnaissance d'avoir trompé Dieu. Nie erkennt er, dass er Fehler gemacht hat und dass er Gott missfiel. Durch sein Verhalten. Et à quelques temps de là, und einige Zeit später, on retrouve Samson avec une autre femme. Finden wir Simson wieder mit einer anderen Frau. Cette femme s'appelait Delilah. Und diese Frau hieß Dalila. C'était sans doute une Philistine aussi. Ich vermute, dass auch eine Philisterin war. Et on voit que c'était une, en fait, c'est une prostituée. Und wir sehen, dass es eine Prostituierte ist. C'est une femme vénale. Und das ist eine qu'on peut acheter. Das ist eine Frau, die man kaufen kann. Les Philistins sont venus. Und die Philister sind gekommen. Ils leur dit, écoute. Und sie haben ihm gesagt. On te donne des sous. Wir geben dir Geld. Et toi? Und du? Tu le fais parler. Du bringst ihn zum Reden. On veut savoir pourquoi il a une telle force. Wir möchten endlich wissen, von wo seine Kraft herkommt. Quand elle a vu les sacs d'or. Und als sie da die Goldstücke sah, die Goldstücke, die man ihr vorgeschlagen hat. Elle a dit d'accord, j'en fais mon affaire. Ja, ja, kein Problem, ich werde mich darum kümmern. Donc elle couchait avec lui. Und dann hat sie mit ihm geschlafen. Pour savoir comment mieux le trahir. Um schlussendlich herauszufinden, wie sie ihn dann verraten kann. C'était non seulement une prostituée. Es war nicht nur eine Prostituierte. Mais une femme de trahison. Aber es war eine Verräterin. Qui n'avait pas peur qu'il se fasse ensuite assassiner. Und sie hatte keine Angst, dass sie später vielleicht auch umgebracht wird auf dieses Verhalten. Alors elle a commencé à le travailler. Und sie fing an ihm zu arbeiten. Avec persévérance. Mit wirklich Durchhaltevermögen. Avec manipulation. Mit viel Manipulation. Comme une femme peut savoir faire. Wie Frauen das so gut tun können. Elle lui a dit. Und sie hat ihm gesagt. Samson, mon chéri. Ja, Samson, mein kleiner Schatz. Comment ça se fait que tu es si fort? Wie kommt es, dass du so stark bist? Elle était gentille. Und sie war so was von nett mit ihm. Oh, elle était gentille. Oh, sie war nett mit ihm. Elle faisait tout ce qui était nécessaire. Und sie hat alles gemacht, was man tun muss. Gentiment. Ganz nett. Und Samson. Du machst das so gut, Sammy. Ich habe Angst, dass Sammy macht mir das so gut. Welche Frage? Hallo?
Ok. Alors. Ok. Alors, au début, Samson. Weil diese Frau nicht Abstand gewinnen konnte. Parce qu'elle lui plaisait. Weil sie ihm gefallen hat. Il était dépendant. Sie war abhängig. Alors il a raconté une histoire. Und er hat eine Geschichte erzählt. Il a dit. Hat er gesagt. Il faudrait que je sois attaché avec sept cordes fraîches. Ja, wenn man mich mit sieben frischen Seilen binden würde. Ah, Delilahia, c'est ça. Ah, sieben frische Seile. Ah bon? Ach so. Et quand il dormait? Und als er geschlafen hatte. Elle a attaché avec ses sept cordes. Hat sie mit sieben frischen Seilen gebunden. Et quand il s'est réveillé, und als er aufgestanden ist, les Philistins arrivèrent. Da kommen die Philister hinein. Mais lui, il avait la force. Aber er hat immer noch hatte la seine force Kraft. De Dieu. Die Kraft Gottes. Il s'est dégagé, il a cassé les cordes. Er hat diese Seile von sich gerissen. Alors les Philistins se sont tirés. Und da sind die Philister gesprungen, da sind sie weggerannt. Mais là, notre grande surprise quand on lit le texte. Und unsere große Überraschung, wenn wir diesen Text lesen. C'est que Samson n'est pas réagi par rapport à elle. Dass Samson nicht reagiert hat ihren gegenüber. C'est lui qui a inventé cette histoire de cette corde. Er hat diese Geschichte erfunden mit diesen Seilen. Il ne l'a dit qu'à elle. Er hat es nur ihr erzählt. Et le soir, il se retrouve attaché avec cette und corde. Am Abend wacht er auf und ist angebunden genau mit diesen Seilen. Il n'y a pas besoin d'être Sherlock Holmes pour savoir comment ça s'est passé. Da muss man nicht Sherlock Holmes sein, um herauszufinden, was da passiert ist. Ça veut donc, der Verräter ist. Ça veut donc dire que c'est elle qui l'a fait. Da erkennt man doch, erkennt jeder, dass es sie war. Mais pourtant, il est resté. Aber trotzdem ist er geblieben bei ihr. Vous savez quoi? Wisst ihr was? Ça veut dire que le péché rend bête. Das heißt, dass die Sünde blöd macht. Sünde macht dumm. Le péché rend bête. Sünde macht dumm. Le péché rend aveugle. Sünde macht blind. Le péché ligote l'intelligence. Die Sünde fangt deine oder hat gefangen deine Intelligenz. La capacité à voir clair. Um klar zu sehen in deiner Situation. Samson, on dirait en psychologie, on dirait que Samson était dans le déni. Man könnte sagen in der Psychologie, dass Samson in der Verneinung war. Il niait l'évidence. Er alles verneint. Et il était plein d'assurance en lui-même. Und er war voller Sicherheit in sich selbst. Il avait aucune assurance en Dieu. Er hatte keine Sicherheit in Gott, aber sich selbst. Mais il avait l'illusion que son don le rendait invincible. Aber er dachte, dass seine Gabe ihn unschlagbar macht. Alors après, und dann, Delilah lui a dit, hat ihm Delilah gesagt, mais dis donc, ah, mein Kleiner, tu m'as raconté des mensonges. Du hast mir eine Lüge erzählt. Ce n'était pas vrai. Das war doch gar nicht wahr. Alors il lui a raconté une autre histoire. Dann hat er eine andere Geschichte erzählt. Avec une autre histoire de sept cordes qui devait être neuve. Mit einer anderen Geschichte auch wieder mit Seilen, die ganz neu sein müssen. Et le soir, il s'est retrouvé avec cette, attaché avec cette corde neuve. Und diese Nacht war wieder angebunden mit sieben ganz neuen Seilen. S'il avait dû avoir un doute, là le doute était levé maintenant quand même. Und wenn er einen Zweifel hatte vorher, an diesem Moment, wenn es ein zweites Mal passiert, sollte der Zweifel relativ klar die Antwort bringen, oder? Mais il a craqué les cordes. Aber er hat von neuem wieder diese Seile zerrissen. Mais il est resté avec elle. Aber wisst ihr was? Er ist mit ihr geblieben. Il était lié au péché. Er war in der Sünde gebunden. La chair avait eu raison de lui. Das Fleisch hatte überhand genommen über sein Leben. Il était incapable de résister. Es war ihm unmöglich zu widerstehen. Il avait été séduit. Er war verführt. Alors Delilah a sorti maintenant le grand jeu. Und da hat Delilah jetzt das große Spiel oder hat nochmal einen großen Anlauf genommen. Elle pleurait. Sie fing an zu weinen. Comme Samson. Oh, Samson. Comment m'as-tu menti? Wie du mir gelogen hast schon wieder. Papa dit. Du hast mir die Wahrheit nicht gesagt. Comment peut enlever ta force? Je veux dire, d'où vient ta force? Du hast mir nicht gesagt, wie man dir die Kraft weg, also vom Boden gekauft hast. Das ist so schlimm. Tu dis que tu m'aimes? Du sagst, du liebst mich. Et tu me caches les choses. Und du versteckst mir diese Dinge. Et du coup, il a craqué. Und dann war es zu viel für ihn. Il a craqué. Es war zu viel für ihn. Et lui a dit, und hat ihr gesagt,
Je lui dis la vérité. Ich werde dir jetzt die Wahrheit sagen. La vérité. Die Wahrheit ist folgende. C'est que j'ai des cheveux longs. Ich habe lange Haare. Qui sont ma consécration à Dieu. Und das ist meine Hingabe zu Gott oder das Geschenk Gottes. Si on me coupait mes cheveux. Wenn man mir diese Haare schneidet. J'aurais plus de force. Dann werde ich keine Kraft mehr haben. Ah, elle a dit c'est ça. Aha, das ist ein Geheimnis. Et comme toutes les autres fois. Und wie bei den anderen Male auch. Ce que Samson lui avait dit, elle l'a fait. Das was Samson lui gesagt hat, hat sie getan. Il devait bien savoir qu'elle allait le faire aussi. Und er hätte sich auch denken können, dass sie es wieder tut. Alors le texte dit. Und der Text sagt folgendes. Que le soir, elle l'a endormi sur ses genoux. Sie hat ihn abends einschlafen lassen auf ihren Knien. C'est-à-dire qu'elle était très très gentille avec lui. Das heißt, sie war wieder einmal ganz ganz nett mit ihm. Elle lui faisait des petits scrunch-crunch. Oh, elle lui faisait des scrunch-crunch, un petit peu de des petits massages. Peut-être qu'elle lui a donné, peut-être qu'elle lui a donné aussi une petite tisane très très relaxante. Und vielleicht hat sie ihm einen Tee serviert, einen Gute Nacht-Tee. Et quand il était endormi, als er schön gemütlich eingeschlafen hat, alors elle a coupé ses cheveux. Hat sie angefangen, seine Haare zu schneiden. Alors les Philistins sont arrivés. Und da sind die Philister wiedergekommen. Et le verset le plus triste de cette histoire arrive là. Und einer der traurigsten Verse von dieser Geschichte kommt jetzt. Samson a dit. Samson hat gesagt. Je vais m'en sortir comme les autres fois. Ich werde mich herauskämpfen aus dieser Situation wie die anderen Male, wie in der Vergangenheit. Et l'auteur dit, il ne savait pas. Und der, der schreibt, sagt hier, er wusste nicht. Que Dieu s'était retiré de lui. Dass Gott ihn verlassen hat. Voilà, voilà un homme qui aurait dû être un homme de Dieu. Das war ein Mann, der gerufen war, große Dinge zu tun, ein Mann Gottes zu sein. L'onction l'a quitté. Die Salbung hat ihn verlassen. Et lui-même ne le sait pas. Und er selbst hat es nicht mal bemerkt. L'onction est partie. Die Salbung ging weg. Et lui-même ne discerne même pas que l'onction est partie. Nicht mal erkennt, dass die Salbung weg war. C'est terrible. C'est unglaublich. Terrible, c'est un verset triste. Es war ein trauriger, ein krasser Vers. Alors les Philistins l'ont pris. Die Philister haben ihn da gefangen genommen. Et la première chose qu'ils ont fait. Und das erste, was sie gemacht haben. C'est qu'ils lui ont crevé les yeux. Dass sie haben die Augen ausgestochen. Samson a été puni là où il a péché. Samson wurde gestraft, da wo er gesündigt hat. Là où il a péché. Da wo er gesündigt hat, wurde er bestraft. Il a perdu ses yeux. Hat seine Augen verloren. Et puis ils l'ont mis dans la cour de la prison. Und dann haben sie ihn beim Eingang des Gefängnisses hingestellt. Et il tournait la meule. Und er musste da die Mühle drehen. Normalement, on attache un âne. Normalerweise macht man hier einen Esel an diese Mühle, die diese Mühle dreht. Maintenant, c'est Samson qui tourne. Und jetzt sehen wir Samson, der hier diese Mühle dreht, blind. Mais il tourne plus avec la force de Dieu. Und er dreht diese Mühle nicht mehr mit der Kraft Gottes. Il tourne avec ses petits muscles à lui. Und jetzt muss er mit seinen kleinen Muskeln probieren, diese Mühle zu drehen. Maintenant, c'est un esclave. Jetzt ist es Sklave. Avec le temps. Mit der Zeit. Avec le temps, les cheveux repoussaient. Mit der Zeit haben die Haare wieder gewachsen. Et c'est comme ça qu'on le retrouve dans le dernier épisode où il a fait écrouler la maison. Und so finden wir auch in der letzten Geschichte, wo er Da sehen wir ihn danach im letzten Akt, wo er dann den Tempel der Philister niedergerissen hatte. Mais quand le temple des Philistins s'est écroulé, aber als der Tempel der Philister niedergerissen wurde in diesem Moment, bien sûr, il y a eu 3000 morts. Natürlich, es gab 3000 Tote. Mais est-ce que ça a délivré Israël? Aber meine Frage ist, hat das wirklich Israel befreit von ihren Feinden? Bien sûr que non. Nein. Bien sûr, 3000 Philistins. 3000 Philister, die da gestorben sind. Mais ils avaient peut-être plus de chef. Sie hatten vielleicht keine Anführer mehr. Ils en ont vite nommé d'autres. Also, sie haben sehr schnell andere Anführer auserwählt. Autrement dit, anders gesagt, la vie de Samson, das Leben von Samson, pour Israël, für Israël, a été inutile. War unnütz. Samson n'a jamais pu se faire des amis. Samson konnte sich nie wirklich mit Freunden umgeben. Il n'a jamais cherché de communion fraternelle avec personne. Er hat nie brüderliche Gemeinschaft gesucht, egal in welche Richtung.
Un jour, il voulait faire un coup aux Philistins. Eines Tages wollte er was den Philistern antun. Alors il est allé dans la campagne. Da ging er in die Natur hinaus. Et il a attrapé des renards. Und da hat er Füchse gefangen. Alors je ne sais pas comment il a fait. Ich weiß nicht, wie er diese Füchse gefangen hat. Parce que si je devais attraper un renard, déjà un seul, je ne sais pas comment je ferais. Wenn ich persönlich einen Fuchs einfangen sollte, ich weiß nicht, wie ich das tun würde. Peut-être qu'il a fait un piège, je sais. Vielleicht hat er eine Falle gelegt, um diesen Fuchs einzufangen. Ich weiß es nicht. Mais lui, il en a pas. Il en voulait pas un, il en voulait des centaines. Aber er wollte nicht nur einen Fuchs, er wollte hunderte von Füchsen. Donc j'imagine que pour avoir récolté 300 renards vivants. Und ich kann mir vorstellen, um 300 lebendige Füchse einzusammeln. Il a dû fabriquer un espèce de, il a dû fabriquer un enclos. Ich kann mir vorstellen, dass er da eine große Falle gebaut hat. Et au fur et à mesure qu'il a attrapé des renards, il les mettait dans l'enclos. Und jedes Mal, wenn ein Fuchs angefangen hat. Er hat so einen Ort gebaut, wo man sie einschließen kann. Jedes Mal, wenn er einen Fuchs hatte, hat er diesen Fuchs hineingelegt in diesen Stall oder diesen Ort, wo er sie hinmachte. Les voisins devaient se demander pourquoi Samson faisait maintenant l'élevage de renards. Und die Nachbarn haben sich sicher gesagt, was ist denn hier los, dass irgendwie mehr Füchse hineinkommen. Warum züchtet er jetzt Füchse, dieser Simson, was ist denn los? Et quand il en a eu 300, als er diese 300 Füchse schlussendlich beisammen hatte, angefangen hatte, il les a pris deux par deux, hat er sie genommen, zwei und zwei, il les a attachés, hat sie zusammengebunden, avec la queue avec queue, Schwanz an Schwanz, et entre deux, il mettait une torche. Und zwischen sie legte er eine Fackel. Et il a allumé les torches. Und hat er diese Fackel angezündet. Et il jetait ses paires de renards avec une torche allumée au milieu du blé des Philistins. Und er hat sie dann angezündet, diese Fackel, und hat sie gejagt in die Felder der Philister. Alors bien sûr, les renards. Natürlich die Füchse, wenn sie Feuer am Schwanz. Da war ihr Schwanz am Brennen. Donc ils couraient dans tous les sens. Das heißt, sie rannten in alle Richtungen hinaus. Et c'est pour ça que Samson les a attachés deux par deux. Und darum hat er sie angebunden, zwei und zwei. Parce que s'il avait fait un par un, wenn er nur einen angebunden hat oder vorher eine Fackel bei einem Fuchs gemacht hätte, le renard se serait débrouillé pour éteindre. Da hätte der Fuchs alles gemacht, um diesen Schwanz zu löschen. Und wenn es geblutet hätte, ou s'il trouvait un ruisseau, oder vielleicht ein Fluss, da wäre ein Fluss hineingegangen und hätte seinen Schwanz. Mais là, deux par deux, ils ne pouvaient pas se concerter. Also, dass sie zwei aneinander gebunden waren, die konnten nicht miteinander reden. Donc, ils ont tourné partout. Das heißt, jeder wollte eine Richtung ran und die konnten ja das Feuer nicht löschen an ihrem Schwanz. Et ces 150 paires de renards und die 150 Paare von Füchsen ont grillé tous les blés des Philistins. Haben das ganze Weizen, die ganze Weizenfelder der Philister ausgebrannt. Pourquoi Samson a utilisé des renards? Warum hat Simson Füchse benutzt? Parce qu'il n'avait aucun aide. Weil er keine Hilfe hatte. Aucun ami. Keine Freunde hatte. Aucun frère. Kein Bruder. Aucun collaborateur. Kein Mitarbeiter. Samson n'a jamais fédéré quoi que ce soit en Israël. Samson hat nie was zusammengebracht oder Menschen zusammengeführt in Israël. Quand Gideon, un autre juge, ein anderer Richter. Quand Gideon avait besoin d'aide, als Gideon Hilfe benötigte, il a trouvé 300 hommes. Hat er 300 Männer gefunden. Et c'est le même chiffre. Und das ist die gleiche Anzahl, 300. Et à ces 300 hommes, und diese 300 Männer, il a donné aussi des torches. Hat er ihnen auch Fackeln gegeben. Mais les 300 hommes avec les torches, und die 300 Männer mit den Fackeln, ont fait le travail, haben die Arbeit gemacht, que les 300 renards de Samson avec des torches. Die Simson mit seinen 300 Füchsen mit den Fackeln. Mais c'est pas le même travail. Wir haben ähnliche Arbeit gemacht, aber es war nicht die gleiche Arbeit. Le travail de Samson, die Arbeit von Simson mit seinen 300 Füchsen war nur eine Arbeit der Zerstörung, die für nichts brach. Nichts weiter half. C'était sa colère personnelle. Das war einen persönlichen Zorn gegen die Philister. Mais il a jamais servi Dieu. Aber es hat nie zum Dienst Gottes geholfen. Alors, pourquoi j'aime parler de Samson? Warum liebe ich es so sehr, über Simson zu sprechen? Je dirais que d'un côté, j'aime pas en parler. Auf eine Weise würde ich sagen, ich rede nicht gern darüber. Parce que c'est un exemple tellement sinistre. Hein, weil es ein trauriges Beispiel ist. Que ça, vraiment, c'est désagréable. Es ist unangenehm, darüber zu sprechen. Mais d'un autre côté, aber auf der anderen Seite,
Dieu l'a mis dans la Bible. Hat Gottes uns in die Bibel gelegt. Pour attirer notre attention. Um damit wir aufmerksam werden. Sur le fait que le service de Dieu. Aufmerksam werden, um zu erkennen, dass der Dienst Gottes. Qui est efficace. Der wirklich kraftvoll ist. Et qui plaît à Dieu. Und der Gott gefällt, der Gott wohlgefällig ist. C'est pas seulement un service surnaturel. Ist nicht nur ein übernatürlicher Dienst. C'est un service qui vient du cœur. Sondern es ist ein Dienst, der vom Herzen kommt. Servir Dieu. Gott zu dienen. C'est d'abord aimer Dieu. Ist ganz zuerst den Herrn lieben von ganzem Herzen. Mais servir Dieu. Aber Gott zu dienen. Sans aimer Dieu. Ohne Gott zu lieben. C'est un non-sens. Das macht keinen Sinn. C'est presque une blague. Das ist fast ein Witz. On peut avoir chacun d'entre nous. Jeder einzelne von uns. Dieu nous a donné des qualités. Jeder einzelne hat Qualitäten von Gott erhalten. Chacun d'entre nous. Jeder von uns. Nous avons des dons. Hat Gaben erhalten von Gott. Des talents. Des dons spirituels. Geistliche Gaben. Un savoir-faire. Eine Weisheit. Une opportunité. Möglichkeiten. Des moyens matériels. Materielle Möglichkeiten. Des qualités morales. Moralische Möglichkeiten. Toutes ces choses-là. Alle diese Dinge. Dieu les a mises dans notre vie. Hat Gott in unser Leben hineingelegt. Pour que nous le servions. Damit wir ihn dienen. Pour que nous délivrions le pays des Philistins. Damit wir befreien von den Philisten, von den Feinden. Pas pour nous promener au milieu d'eux. Nicht damit wir unter den Feinden laufen. Pas pour faire copain-copain avec nos ennemis. Damit wir mit den Feinden so Freunde sind, best friends und so leben wie sie. Mais pour cela. Aber darum. Il faut que nous aimions Dieu lui-même. Es ist wichtig, dass wir Gott persönlich lieben. La cause de Dieu pour elle-même. Ganz einfach, weil er Gott ist. Et que nous aimions le corps de Christ. Dass wir auch den Leib Christi lieben. Que nous nous aimions les uns les autres. Dass wir uns untereinander lieben. Que nous puissions nous appuyer les uns sur les autres. Dass wir uns stützen können untereinander. Pour faire l'œuvre de Dieu. Und um das Werk Gottes zu vollbringen. Et non pas avec les renards. Und nicht nur, außer nicht mit Füchsen. Pour que nous puissions être dans l'appel que Dieu nous donne. Damit wir im Ruf sein können, den Gott uns gibt. Cette consécration. Und diese Hingabe. Que Dieu nous a donnée depuis notre nouvelle naissance. Die Gott uns gegeben hat seit der Neugeburt. C'est une consécration spirituelle. Das ist eine geistliche Hingabe. Et la chair. Und das Fleisch. Cherchera toujours chez chacun de nous. Wird bei jedem Einzelnen von uns suchen. À nous en écarter. Uns davon abzuwenden. Les uns d'entre parmi nous, certains sont plus sensibles à certains points. Einige von uns sind vielleicht sensibler in gewissen Punkten. Et d'autres à d'autres points. Und andere haben andere Punkte, wo sie sensibel sind im Fleisch. Il y a des domaines dans lesquels j'ai pas de difficultés. Ich kann euch sagen, es gibt Bereiche in meinem Leben, da habe ich keine Schwierigkeiten. Qui peuvent être difficiles pour vous. Aber die vielleicht schwierig sind für dich. Mais inversement. Aber auch das Gegenteil stimmt, dass wo ich vielleicht Probleme habe, in Bereichen habt ihr keine Probleme. Ce qui est sûr, aber sicher ist, c'est que le diable n'oublie personne. Ist, dass der Teufel keinen von uns vergisst. Ce qui est sûr, was sicher ist, c'est qu'autour de chacun de nous, il y a des Philistins. Ist, dass um jeden Einzelnen von uns Philister wandeln, laufen, stehen. Nous habitons, wir wohnen, environnés par les Philistins. Umgeben von Philistern. Ils sont là. Sie sind da, diese Philister. Mais si nous marchons avec le Seigneur, aber wenn wir mit dem Herrn laufen, alors avec ce que Dieu nous a donné, mit dem, was Gott uns geschenkt hat, nous pourrons commencer à délivrer le pays. Können wir anfangen, das Land zu befreien. Mais il faut que nos motivations, aber unsere Motivationen, soient réellement ancrées en Dieu, centrées sur Dieu. Müssen wirklich eingewurzelt sein und fondamentiert auf Gott sein. Que nous ne regardions pas seulement les activités, dass wir nicht nur schauen auf Aktivitäten, dans lesquelles nous pouvons être impliqués, wo wir uns engagieren, mais que nous regardions à notre cœur, sondern dass wir vor allem schauen auf unser Herz. Veille sur ton propre cœur. Wache über dein eigenes Herz. C'est l'essentiel. Das ist das Wichtigste. C'est la source de la vie. Das ist die Quelle des Lebens. L'Épître aux Hébreux. Im Buch der Hebräer cite Samson, spricht von Samson. En disant que il a été un champion de la foi. Man sagt, er war ein Held des Glaubens. Et c'est vrai. Und es stimmt.
Samson a attaqué des fois des groupes de gens, des centaines de personnes, tout seul, avec un os, une mâchoire. Simson hat manchmal mehrere hunderte von Philistern ganz alleine angegriffen mit einem Knochen und hat sie so besiegt. Das ist heldenhaft. Qu'il est un homme de foi. On est d'accord. Dass ein Glaubensmann war, ja, aus Aufgaben. Mais un homme de foi sans consécration. Aber ein Mann des Glaubens ohne Hingabe. Un homme de foi qui n'aimait pas Dieu. Ein Mann des Glaubens, der Gott nicht wirklich liebte, nicht wirklich kannte. Un homme de foi sans amour pour Dieu. Ein Mann des Glaubens ohne Liebe zu Gott. Sans amour pour son prochain. Ohne Liebe zu seinen Mitmenschen. Sans volonté de sanctification. Ohne Wille wirklich gereinigt und geheiligt zu werden. Sans repentance. Ohne Buße. Et qui est finalement mort. Und der schlussendlich gestorben ist. En se suicidant aveugle. Und er hat sich blind Selbstmord begangen, hat Menschen in den Tod mit eingerissen. Parce que la mort de Samson est quand même un suicide. Weil der Tod von Simson ist Selbstmord. Er dit que je meurs. Er hat gesagt, damit ich sterbe. Avec les Philistins. Mit den Philistern. Samson était un kamikaze. Das war ein Kamikaze. Ein Mann. Quel désastre. Was ein Desaster. Avec après un tel appel. Mit einem solchen Ruf, mit solchen Plänen, die Gott für ihn hatte. Je voudrais juste terminer avec ça. Und ich möchte einfach schließen mit dem. Chacun d'entre nous, jeder einzelne von uns, Dieu nous a appelé à quelque chose. Hat Gott dich gerufen, für etwas zu bewirken. Chacun. Jeder einzelne wurde gerufen von chacun, Gott. Je suis sûr. Ich bin überzeugt, jeder chacun. Einzelne von uns, jeder ist gerufen. Personne n'est né de nouveau dans le royaume de Dieu. Niemand ist von neuem geboren im Reich Gottes. Sans avoir un appel. Ohne einen Ruf zu haben. Quand on dit un appel, wenn ich sage einen Ruf, ça veut pas dire un appel à un ministère public. Das heißt nicht unbedingt einen Ruf, wo du öffentlich vor Menschen sprechen willst. Mais ça veut dire que chacun a un rôle. Das heißt, jeder einzelne von uns hat eine Rolle bekommen. Est-ce que nous avons pris au sérieux cet appel de Dieu sur notre vie? Haben wir das seriös empfangen und gefasst, diesen Ruf Gottes für unser Leben? Est-ce que nous le nourrissons? Ernähren wir diesen Ruf? Est-ce que nous le cherchons dans la présence de Dieu? Suchen wir nach diesem Ruf in der Gegenwart Gottes? Est-ce que nos motivations sont dedans avec l'Esprit Saint? Sind unsere Motivationen darin mit dem Heiligen Geist? Est-ce que nous nous méfions de ne pas faire des compromis? Kämpfen wir darum, um nicht Kompromisse einzugehen? Que la chair ne nous rende pas aveugle sur nos propres défauts. Damit wir durch das Fleisch nicht blind werden über diese negativen Dinge. Certains chrétiens sont aveugles sur leurs propres défauts. Einige Christen sind wie blind geworden über ihre Situation. Ils nient leurs problèmes. Und sie sagen, sie erkennen ihre Probleme gar nicht mehr. Und sie sagen, sie haben keine Probleme. Que le Seigneur nous rende vigilants. Möge der Herr uns helfen und möge der Herr uns wachsam machen. Und dass wir wirklich dem Herrn dienen können, in der Liebe zu ihm, aber auch zu unseren Mitmenschen. Seigneur, nous voulons te remettre, Seigneur, nos cœurs. Herr, möchten wir unsere Herzen bringen heute Morgen. Remettons nos vies. Herr, bring dir unser Leben. Notre pensée. Unsere Gedanken. Nos sources. Wir bringen dir unsere Quellen. Voulons pas nous vivre dans des illusions. Wir möchten nicht in Illusionen leben. L'illusion d'être invincible. Illusion, wo wir denken, wir sind unsterblich, unschlagbar. Des illusions d'autosatisfaction. Diese Illusion, wo wir denken, dass wir es selber packen. Mais nous voulons avec simplicité venir vers toi. So, wir möchten mit Demut und mit Einfachheit zu dir kommen. Là où nous avons péché. Da, wo wir gesündigt haben. Nous voulons vivre la repentance. Möchten wir eine wahre Buße erleben. Ne jamais nous appuyer sur nous-mêmes. Wir möchten uns nicht auf uns selbst stützen. Seigneur, sans toi, nous ne savons rien faire. Ohne dich können wir gar nichts tun. Mais nous voulons te servir. Aber wir möchten dir dienen. Nous voulons que notre cœur soit sans partage. Wir möchten, dass unsere Herzen nicht geteilt sind. Merci, Seigneur. Danke, oh Herr. Je te prie pour spécialement ce matin. Und ich bitte dich ganz speziell für diesen Morgen. Pour ceux parmi nous. Für die, die unter uns. Qui ne sont pas sûrs d'avoir un appel. Die nicht sicher sind, einen Ruf, einen Sohn von dir bekommen zu haben. Qui ne sont pas sûrs d'être un rouage dans la machine de Dieu. Die nicht sicher sind, ein Teil in der Maschine Gottes zu sein.
Je voudrais que le Seigneur puisse maintenant vous le révéler. Ich möchte, dass der Herr jetzt euch offenbart. Vous n'êtes pas juste une pierre inefficace au milieu d'un mur. Du bist nicht nur einfach ein Stein, der zu nichts nutzt ist in einem Felsen. Mais des pierres vivantes. Sondern du bist ein lebendiger Stein. Dieu t'a donné des qualités. Gott hat dir Qualitäten gegeben. Des dons, un savoir-faire. Gott hat dir Qualitäten, hat dir Gaben gegeben. Des opportunités dans ta vie qui t'appartiennent à toi. Leben, die nur dir gegeben wurden. Investis-toi pour le royaume de Dieu. Investiere dich in dem Reich Gottes. Ne laisse pas d'autres motivations. Lass nicht andere Motivationen aufkommen. Prendre le dessus. Oder überhand nehmen. Les questions, les objectifs de carrière. Wo es nur um persönliche Karriere geht. Les objectifs matériels. Wo es um materielle Dinge geht. Les objectifs charnels. Wo es um fleischliche Ziele geht. L'épanouissement de soi. Oder wo es nur um das Glück von sich selbst geht. L'égoïsme de la réussite. Der Egoismus vom Erfolg. Seigneur. O Herr, komm uns zu Hilfe. Seigneur, garde-nous. Bewahre uns. Garde-nous, garde nos cœurs. Bewahre unsere Herzen. Alléluia. Merci, Seigneur. Danke, Herr. Alléluia. Amen. Dem Herr sei Lob, preis und Dank. Dankeschön. Amen. Wir haben sicher diese Geschichte schon so oft gelesen. Und so viele Sachen, die wir nicht immer so gesehen haben. Ich bedanke wirklich den Herrn für seinen Dienst unter uns und ich muss sagen, mein Bruder ist wirklich, wirklich ein Segen für unsere Gemeinde. Ein Segen für unsere Gemeinde. Er hilft uns auch oft, Sachen zu sehen, die wir vielleicht nicht immer gesehen haben. Aber das ist auch eine Gabe. Und danke von ganzem Herzen. Herr, hilf uns. Wisst ihr, was ich fand, wo er sagte, das Schreckliche ist, Mensch, die Salbung ging, er hat es nicht gesehen. Aber er ist nicht der Einzige. Saul war der Gleiche. Die Salbung ging weg von Saul, ein böser Geist kam. Und doch war er immer noch im Dienst als König. 15 Jahre lang blieb er. Nun, wo die Salbung gegangen ist, hat er geleitet, nicht mehr durch den Geist, aber durch das Fleisch. Wie viele heute leiden den Volk Gottes durch das Fleisch? Wie viele Gemeinden, wo nur noch Programm ist, aber die Salbung ist nicht mehr da. Oh Gott, hilf uns. Und wir halten uns demütig. Demütig, dass wir immer auch tun, was du willst. Und wisst ihr, das Gebet Davids, nachdem dass er gefallen ist, auch David ist auch gefallen. Auch ein gesalbter Mensch. Und gesalbte Menschen müssen wissen, dass sie immer in Gefahr sind. Der Teufel hat nicht Angst vor der Asche, aber vom Feuer. Da wo Feuer ist, da kommt der Teufel. Und wir müssen immer bewusst sein. Die Bibel sagt, dass der da steht, aufpasst. Immer aufpassen. Und David ist gefallen. Aber sein Gebet war das Erste, das er sagt, wo er gebetet hat, nimm mir deinen Heiligen Geist nicht weg. Das war das Erste. Die erste Reaktion war, tue Buße, aber nehme mir, verwerfe mich nicht und nehme mir deinen Geist nicht weg. Warum? Weil er gesehen hat, was passierte bei Saul. Und das ist bei Simson so passiert. Gott hilf uns. Gott hilf uns. Dankeschön.